Ich habe das auch gemerkt, so in den 2 Jahren hat sich so einiges verändert. Das habe ich so gemerkt, als ich so die alten Freunde wieder getroffen habe nach der Zeit. Die sind so unheimlich bewusst geworden. Haben sie jetzt irgendwelche Fitnessarmbänder um und zählen ihre Schritte. Und der eine hat angefangen, sein eigenes Bier zu brauen. Und das Ganze gipfelte darin, dass letztens ein gleichaltriger Kumpel, den ich wirklich schon sehr, sehr lange kenne, sagte, ach, ich muss ein bisschen was ändern, obwohl ich mich eigentlich noch ganz rüstig fühle. Da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt warte ich eigentlich nur noch drauf, dass der irgendwann mal sagt, komm, wir fahren an rein. Da ist ein Café, da kann man schön sitzen. So, das kann alles überhaupt nicht mehr lange dauern. Und dem ist auch diese Geschichte gewidmet und die trägt den Titel Eine Geschichte in E-Moll. Ein Kumpel von mir möchte sich das Rauchen abgewöhnen und hat stattdessen mit dem Dampfen begonnen. Dafür hat er sich einen topmodernen Verdampfer gekauft. Dieses Hightech-Gerät wiegt geschätzt 500 Gramm, besitzt ein beleuchtetes Display und liegt so gut in der Hand wie ein mittelgroßer Keramikfrosch aus der Baumarkt-Gartenabteilung. Und dieses Wunderwerk der Neuzeit sei nun bei meinem Freund nach 20 Jahren Kettenrauchen die Alternative für selbstgedrehte Zigaretten werden. Mein Kumpel ist ein Kerl wie ein Baum, mit Händen wie Bratpfannen und ich vermute, dass er manchmal zum Stressabbau mit bloßen Fäusten Beulen in einen Amboss haut. Und dieser furchteinflößende Typ steht jetzt vor mir, schwärmt von seiner neuen Errungenschaft und dampft dabei wie eine oberschlesische Schmalspurbahn. Alles um ihn herum riecht nun nicht mehr nach Zigarettenqualm, sondern nach Dampf. Genauer nach Dampf der Aromasorte frisch gebackener Apfelkuchen. Als sich der Dampf etwas verzieht und ich meinen Kumpel zumindest im Umriss wieder erahnen kann, frage ich ihn, warum er sich ausgerechnet für ein Apfelkuchenaroma entschieden hat. Apfelkuchen ist aus Obst und Obst ist gesund, sagt er. Er braucht seine Lunge jetzt in tadellosem Zustand, da er sich außer dem Verdampfer auch noch ein E-Bike zugelegt hätte. Echt, was denn noch, frage ich. E-Zigarette, E-Fahrrad. Schade, dass du einen Bartwuchs wie ein Wollnashorn hast, sonst könntest du auch noch in der E-Jugend Fußball spielen. Er entgegnet darauf völlig unbeeindruckt. Früher habe ich immer gedacht, E-Bikes sind doch nur dazu erfunden worden, dass Günther und Anneliese bei der Tour de France auch mit Ende 70 ums gepunktete Bergtrikot mitfahren können. Heute weiß ich, das ist Quatsch. E-Bike-Fahren ist auch anstrengend. Ist das denn etwa so anstrengend wie eine lange Wanderung mit einem Linienbus, frage ich. Mal was ganz anderes. Spielt sein Jo E-Gitarre? Er verneint, schiebt aber nach. E-Gitarren sind geile Instrumente. Als Jimi Hendrix in Woodstock auf seiner Klampfe die amerikanische Nationalhymne in alle Bestandteile zerlegt hat, das war ja wohl der Hammer. Das waren Noten und Frequenzen, damit konnte meiner schwangeren Fledermaus die Geburt einleiten. Da war noch richtig handgemachte Drecksmusik, wie mein Vater immer so schön sagte. Was hätte dein Vater denn zu E-Fahrrädern gesagt, frage ich. Was mein Vater dazu gesagt hätte, das kann ich dir erzählen, das hätte der zu dem Thema gesagt. Die E-Bike-Fahrer haben in der Trinkflasche bestimmt isotonische Getränke. Wir hatten da selbst gebrannten Fussel drin. Mit etwas Glück behielt sie nach dem ersten Schluck sogar dein Augenlicht. Gegen unsere Erfrischung war Felgenreiniger so wertvoll wie ein kleines Steak. Wenn du so eine Trinkflasche auf der Radtour verloren hast, dann wurde die Pulle vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt. Die fahren heute mit einem vollgefederten Fahrrad über Kopfsteinpflaster und jammern immer noch, dass es denen zu holperig sei. Kopfsteinpflaster, das waren bei uns 3 Wörter. Kopfsteinpflaster. Und die 3 Wörter ergaben sogar einen ganzen Satz. Und dieser Satz hat den Unfallhergang und die anschließende Wundversorgung beschrieben. Kopfsteinpflaster. So einen Untergrund wie damals gibt es heute gar nicht mehr. Nur noch spiegelglatter Asphalt. Heute werden die Radfahrer schon auf Schotter nervös. Auf grobem Schotter sind wir damals Rollschuh gelaufen. Barfuß. Oder Stützräder, wenn ich sowas schon höre. So einen Schund hatten bei uns nur die dran geschraubt, die immer mit dem Dreirad umgekippt sind. Fürchterlich. Apropos fürchterlich. Weißt du, was ganz fürchterlich ist? Radlerhosen. Radlerhosen mit eingearbeitetem Popopolster. Die sind wirklich schlimm. Damit siehst du aus, als hättest du die Windel voll. Wir sind damals im String-Tanga gefahren. Mit einem String aus einer Brombeerranke. Auf einem Sattel, der mit 300er Schmögelpapier bezogen war. Sagenhaft, nach 20 Kilometer hast du untenrum zwar ausgesehen wie ein Schimpanse nach der Arschtransplantation, aber das war ehrlicher Sport. Bevor mich jemand fragt, ob ich Katzenaugen in den Speichen hatte. Wenn, dann war das für die Katze eine ganz traurige Nummer. Dann wehte beim britisch-Kurzhaarzüchter aber die Flagge auf Halbmast.
Wir hatten auch kein Licht am Fahrrad, denn Licht bedeutete Dynamo. Und so ein Dynamo bremste wie Sau. Da rollte das Fahrrad wie ein Kirschkernkissen, nämlich überhaupt nicht. Mit eingeschaltetem Dynamo musstest du sogar bergab im Stehen treten. Unten angekommen waren die Muskeln sauer. Und da hat der Puls in den Ohren geklingelt. Apropos geklingelt, eine Klingel hatten wir nicht am Lenker. Bei Licht betrachtet hatten wir noch nicht mal einen Lenker. Wir hatten einen Stierschädel vorne am Rad. Wir haben uns an den Hörnern festgehalten. Das gab sicheren Halt. Vor allem bei einer Vollbremsung. Wie wir gebremst haben? Ganz einfach. Linke Fußspitze wärts in die Speichen des Vorderrads schieben. Mit ein bisschen Übung bekam man das elegant hin und konnte schon nach wenigen Wochen wieder ohne Pfleger das Haus verlassen. Wunderbare Zeiten waren das damals. So würde mein Vater, Gott hab ihn selig, heute über E-Bikes denken. Mit diesen Worten beschloss mein Kumpel seine eindrucksvolle Rede. Boah, ist das schade, dass dein Vater dich jetzt nicht mehr in dem Nebel aus Apfelkuchendampf sehen kann. Seine Meinung und Geschichte dazu, die hätte ich auch gern gehört. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke schön. Danke sehr. Sascha Tam. Hervorragend. Ja, hab ich zu viel versprochen, oder? Hat, ja, nimmst du es, dann merken es die Leute nie. Ne? Fehlerfrei gelesen. Und, aber das kenne ich auch, dieses Problem mit diesen Stützrädern. Da hatte ich auch Streit mit Carola. Sie meinte nämlich, das wäre eigentlich kontraproduktiv zum Fahrradlernen mit den Stützrädern. Und wir haben uns, machen wir es nicht. Wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Ich habe die zwei Stützräder auf eine Seite gemacht. So.